Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ihr werdet es am Titel schon gesehen haben, es geht heute um Authentizität und etwas, was ich und wahrscheinlich jeder andere YouTuber regelmäßig zu hören bekommt, vor allem wenn man schon ein bisschen länger YouTube-Videos macht, ist der Spruch, du bist überhaupt nicht mehr authentisch und früher war vielleicht alles besser oder du hast dich total verändert. Ja, ich hoffe doch sehr, dass ich mich seit 2013 verändert habe. Wir haben jetzt 2019, falls du dieses Video irgendwann mal in der Zukunft schaust. Und in den letzten Jahren habe ich so viel an mir gearbeitet und habe mir so viel erarbeitet und habe auch so viel verarbeitet. Ich glaube, ich fände es echt schlimm, wenn ich mich nicht verändert hätte dadurch. Wenn dein Weg der Weg des Stillstandes ist und du partout dich nicht verändern möchtest und auch nicht willst, dass andere sich verändern, dann ist es dein Ding. Aber dann ist es nicht mein Ding. Und Authentizität wird für mich gerne verwechselt irgendwie mit dem, ich muss dir gefallen oder ich muss dem Bild, was du von mir hast und erwartest, entsprechen. Und so wie du mich kennenlernst, so muss ich auch bleiben. Das wird für mich irgendwie mit Authentizität verwechselt. Authentizität, ich habe eben mal im Duden geguckt, heißt Echtheit, Glaubwürdigkeit, Sicherheit, Verlässlichkeit, Wahrheit, Zuverlässigkeit. Es steht darin nicht drin Unveränderlichkeit. Es geht um diesen Moment und ob das, was ich in diesem Moment darstelle, ob das auch das ist, was ich in diesem Moment bin. Und es geht nicht darum, ob das, was ich jetzt gerade darstelle, ob ich das 2013, 2014, 2015 schon war. Und auch wenn du an mir auszusetzen hast, dass ich mich verändere und verändert habe, dann weiß ich nicht, ob du wirklich meine Videos geschaut hast. Weil schon seit 2013 geht es auch immer und immer und immer wieder um den Mut zur Veränderung. Auf meinen Autogrammkarten habe ich zum Beispiel den Spruch stehen und die habe ich jetzt auch schon seit vielen Jahren, immer die gleichen noch, weil ich davon damals so viele habe drucken lassen, warum auch immer. Da steht drauf, das einzig Beständige ist der Wandel. Und dieses Motto lebe ich schon mein ganzes Leben und das gebe ich schon immer weiter. Und was gäbe es authentischeres, als selber im Wandel zu sein und mich zu verändern? Und wie gesagt, die letzten Jahre ist so viel passiert. Ich habe natürlich viele neue Menschen kennengelernt. Ich habe meine Selbstständigkeit aufgebaut. Ich habe Dinge gewagt. Ich bin hingefallen und wieder aufgestanden. Ich habe gelacht und geweint. Ich bin durch Höhen und durch Tiefen. Ich habe vieles meiner Kindheit aufgearbeitet. Ich habe mein Trauma verarbeitet. Ich habe mir alles Mögliche aufgebaut und versucht und erkämpft und erarbeitet. Und es wäre komisch, wenn ich mich dadurch nicht verändert hätte. Und generell ist es so, dass ich, glaube, heute nichts großartig anders sage, als ich es vor 6 Jahren gesagt habe. Natürlich habe ich eine andere Ausstrahlung bekommen. Meine Energie hat sich natürlich mit meiner Veränderung angepasst. Aber die Dinge, auch wenn ich mir meine alten Videos angucke, ich habe damals Dinge gesagt, wo ich heute mir denke, wow, Wahnsinn, ich habe mir so ein bisschen meine Zukunft vorhergesagt oder Dinge, die ich dann jetzt auch erst wieder begreife oder die wieder hochkommen, wo ich merke, ja, cool, ja, dass ich das damals irgendwie schon gewusst habe. Und ich persönlich mag meine Veränderungen sehr, sehr gerne. Und ich glaube, das ist das Wichtigste daran. Ich glaube, authentisch sein oder ja, muss man vor allem für sich selber, sich selbst treu sein, seine eigenen Werte leben. Und vor allem kennst du ja auch nur einen kleinen Teil von mir. Du kennst den Teil, den ich hier in der Kamera zeige. Aber es gibt davon noch so viel mehr von mir. Dinge, die nur mein Partner kennt, Dinge, die vielleicht nur meine Freunde kennen, Dinge wieder, wie mich andere erleben. Ich bin außerhalb der Kamera auch nochmal anders als vor der Kamera, was ganz normal ist. Und ja, es ist alles, diese Kommentare sind eigentlich alles nur eine Bewertung und eine Annahme, aber in der Regel nicht die Wahrheit und nicht die ganze Wahrheit. Und Wahrheit ist tatsächlich auch sehr subjektiv. Es ist eine Frage der Wahrnehmung und Bewertung aufgrund meiner Erkenntnisse, Erfahrungen, meines Lebens. Und ganz oft ist es auch so, dass gerade die Menschen einen
be- und verurteilen, die sich eben sehr stark mit einem identifizieren. Und dann ist diese Veränderung oder das, was die andere Person durchmacht, ist dann nichts mehr, was einfach die andere Person durchmacht, wo man zusieht, sondern es wird zu etwas Persönlichem, weil man es ja auch auf sich projiziert oder spiegelt. Und vielleicht macht einem das auch Angst oder vielleicht wird man dadurch wütend. Auf jeden Fall ist es eben etwas, wo man sich dann emotional involviert findet. Was aber auch völlig verständlich ist. Wir tragen ja Spiegelneuronen in uns und ja, spiegeln uns natürlich in anderen Menschen, identifizieren uns mit anderen Menschen. Aber mal als Beispiel vielleicht, ich habe das zum Beispiel gar nicht mit YouTube. Also es gibt keine YouTuber, mit denen ich mich total identifiziere oder wo ich dann eben mich so drauf projiziere. Ich gucke zum Beispiel auch von anderen YouTubern jetzt nicht irgendwie Vlogs total viel oder so. Vielleicht gucke ich mir mal einen an, vielleicht mal ein Get Ready With Me oder was auch immer. Aber es ist nicht so, dass ich ja total die Videos suchte von jemanden oder irgendwie da ja mich so mit dieser Person identifiziere. Manchmal gefallen mir diese Videos mehr, dann kommt eine Phase, da gucke ich mehr solche Videos. Mal gucke ich ganz viel von dem YouTuber, dann habe ich mal wieder Lust auf einen anderen YouTuber. Aber es ist nicht so, dass ich mich da persönlich angesprochen fühle oder persönlich mit identifiziere, wenn diese Person sich verändert oder vielleicht dann irgendwie ein neues Format bringt, was mir nicht gefällt oder sagt, oh, die Videos machen mir keinen Spaß mehr, ich mache jetzt was anderes und vielleicht ist das, was er jetzt nicht mehr macht, genau das gewesen, was mir gefallen hat. Und dann denke ich mir einfach, okay, dann gucke ich, suche ich halt nach einem neuen YouTuber oder dann gucke ich eben was anderes. Wenn ich mit der Person auf einmal gar nichts mehr anfangen kann, warum auch immer, dann deabonniere ich die Person einfach und suche mir wen anders. Oder ich lasse es erstmal liegen, das Abo, und gucke irgendwann später nochmal rein und gucke, vielleicht passt es gerade nicht von der Phase her, vielleicht passt die Energie gerade nicht, vielleicht haben wir uns einfach auseinanderentwickelt. Weil jeder Mensch von uns entwickelt sich und da können wir uns eigentlich gar nicht so richtig gegen wehren. Aber es hat in der Regel nichts mit Authentizität zu tun. Authentizität, das wäre so ein Fall, wenn zum Beispiel jetzt ihr folgt einem veganen YouTuber und der sagt euch, ja, hier, ihr müsst auf jeden Fall vegan leben und es ist das Beste für die Umwelt und da, 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 da. Und hintenrum läuft sie dann mit einem Nerzenmantel durch die Stadt oder geht jeden Abend zu Burger King essen oder sowas. Von mir aus könnt ihr da sagen, oh, das ist überhaupt nicht authentisch. Das muss dann aber auch nichts damit zu tun haben, wie die Person dann vor 5 Jahren oder so war. Es ist einfach ein Momentzustand, ein Ist-Zustand. Man kann jemanden nicht unauthentisch nennen, nur weil er sich verändert hat. Und erst recht nicht, wenn die Werte aber ansonsten gleich geblieben sind. Und es ist übrigens auch nichts Schlimmes, wenn man sich über die Jahre hinweg verändert und vielleicht auch mal seine Meinung ändert oder seine Weltansicht oder seine Werte ändert. Denn wir sitzen ja normalerweise, sitzen wir nicht bei uns im Keller im Dunkeln, Tag ein, Tag aus und kriegen nichts von der Welt mit. Sondern wir sind ja stetig im Austausch mit der Welt, mit anderen Menschen, mit Tieren, mit der Natur. Das heißt, wir erfahren neue Dinge, wir setzen uns mit neuen Dingen auseinander, wir tauschen Meinungen aus und all sowas. Und das ist auch ganz normal, dass wenn wir etwas Neues erfahren, sich auch unsere Meinung oder Weltansicht auch verändern kann. Wenn man zum Beispiel vielleicht noch nie aus Deutschland rausgekommen ist und dann reist man mal in ein anderes Land, vor allem wenn es ein Land ist vielleicht wie Indonesien oder wie Afrika oder irgendein Land, was auf jeden Fall ärmer ist als Deutschland, und da gibt es sehr, sehr viele von, dann werden sich da auch einige Dinge im Bewusstsein ändern. Es werden sich ja, Blickwinkel verändern, Anschauungen, auch Gedanken, die ich mir vielleicht über mich und mein Leben mache, da werden sich Dinge ändern. Wenn ich bisher dachte, die Welt ist eine Scheibe und dann bekomme ich bewiesen, die Erde ist aber rund, dann ist es nicht unauthentisch zu sagen, stimmt, die Erde ist rund. Jetzt glaube ich es auch. Es ist einfach nur ein Wissen und eine Erfahrung, die wir gemacht haben, die uns dazu bringt, unsere Meinung und unsere Glaubensansicht zu ändern. Und das ist etwas völlig Natürliches. Bei manchen Menschen ist es dann vielleicht auch mal radikal und ich kenne viele, die eigentlich Leute dazu auffordern, radikal umzudenken. Aber für viele ist es eben auch nur dann gut, positiv, wenn es ihren eigenen Ansichten entspricht. Und so funktioniert die Welt nicht.
Ich habe es so oft erlebt, dass mir Menschen Zuspruch spenden zu meinen Ansichten, zu meinem Verhalten, zu meinem Aussehen und mich auch verteidigen quasi oder das, was ich darstelle dann. Aber in dem Moment, wo ich etwas äußere oder mich verändere in eine Richtung, die ihnen nicht mehr gefällt, sind sie dann die, vor denen sie mich verteidigt haben und quasi dann umgekehrt. Oder es finden sich dann neue, die mich verteidigen gegen die, die mich früher verteidigt haben oder das toll fanden und die es jetzt schlimm finden, weil es nicht mehr ihrer Meinung entspricht. Und das ist doch irgendwie doof. Und da frage ich mich auch bei den Menschen, was hört ihr, wenn ihr meine Videos seht und hört? Ich erzähle seit Jahren davon, dass wir uns verändern, dass Veränderung auch völlig in Ordnung ist, dass wir uns aber für uns verändern sollten, dass wir den Weg gehen sollten, den wir fühlen. Und mein bester Freund, der mich seit 16 Jahren kennt, der hat mich schon sehr, sehr oft mich äußerlich verändern sehen. Das ist völlig normal bei mir. Aber ja, ich sage auch immer wieder, bewertet andere doch nicht so sehr, beurteilt sie doch nicht so sehr, lasst sie doch so sein, wie sie sind. Aber irgendwie kommt das bei vielen Menschen nicht an. Bei vielen Menschen kommt oft nur das an, was sie selbst gutheißen in dem Moment, wo sie dann sagen, ja, oder wenn sie auch denken, ja, Toleranz. Aber sie sind eben dann auch oft nur in dem Maße tolerant, wie ihnen etwas passt. Und alles, was ihnen nicht gefällt, da werden sie dann intolerant. Aber genau das ist ja Toleranz. Toleranz befindet sich nicht da, was du eh gut findest. Toleranz beginnt da, was du nicht gut findest oder was du vielleicht noch nicht verstehen kannst. Da beginnt eigentlich erst die Toleranz. Und das ist ein wichtiger Schritt. Und ich bin ganz dankbar, ich war früher auch deutlich intoleranter und ich bin sehr dankbar für all die vielen Begegnungen mit Menschen, die ich machen durfte in den letzten Jahren. Weil ich habe so unterschiedliche Menschen kennengelernt. Aus allen Berufsgruppen, aus allen Ständen, wenn wir sowas hätten wie in Indien noch, von männlich, weiblich und alles andere, von allen möglichen Altersklassen, von sehr intolerant bis sehr tolerant, von, weiß nicht, Hippie bis Tussi, von was weiß ich nicht alles. Also einfach die ganze Bandbreite. Völlig, völlig unterschiedliche Menschen. Und das ist so spannend für mich gewesen, diese Reise und diese Erfahrung und diese Menschen alle kennenzulernen. Wenn man so viel über Menschen lernt und so viel aber auch über sich lernt. Und natürlich kann man von jedem dieser Menschen etwas lernen. Vor allem auch von den intoleranten Menschen für sich zu lernen, hey, mal hingucken, erkenne ich das in mir selbst wieder und bin ich in Teilen vielleicht auch noch so? Und ganz oft wird man merken, oh ja, in Teilen bin ich auch noch so wie dieser Mensch oder das, was mich daran an dem stört. Und man kann natürlich auch super viel lernen von all diesen Menschen, die total tolerant sind, die total herzoffen sind und voller Mitgefühl und Achtsamkeit. Und da kann ich mir auch noch ganz, ganz viel abschauen und für mich lernen. Ich bin irgendwo da drinne, mittendrinne und ich kann euch auch nicht sagen, ob ich in der Mitte davon bin, ob ich weiter da bin, ob ich weiter da bin. Das ist aber auch gar nicht so wichtig. Es ist wichtig, dass ich einfach auf meinem Weg bin, dass ich meine Intention kenne, warum ich diesen Weg gehe, wie ich diesen Weg gehe und dass ich eigentlich meine eigenen Reitschläge befolge. Und das tue ich. Ich schaue mir auch jedes einzelne Video immer nochmal an, gerade wenn ich die Videos schneide. Aber es gibt viele, die müsste ich, da weiß ich genau, ich habe zwischendrin nichts, was ich rausschneiden muss. Zum Beispiel in diesem Video bisher gäbe es nichts, was ich rausschneiden müsste. Also könnte ich eigentlich nur ein bisschen die Farben, den Kontrast bearbeiten und es dann online stellen. Aber ich gucke mir jedes einzelne meiner Videos nochmal an und lasse es auf mich wirken. Weil all das, was ich euch sage, soll ich ja auch selber hören. Ich soll das zum Beispiel hören, um noch besser auch mit diesen Kommentaren umgehen zu können. Um das, was ich euch gerade sage, auch nochmal wirklich in der Tiefe meines Herzens zu festigen. Und wenn so Kommentare kommen, auch in den Zeiten, wo ich vielleicht angreifbarer bin, wo es mir nicht so gut geht, dass ich auch in den Zeiten weiß, ich für mich kann wunderbar mit mir leben. Ich heiße das gut, was ich tue und wie ich bin. Und das ist das Einzige, was zählt. Und vielleicht könnt ihr auch so ein bisschen auf solche Sachen reagieren, die euch entgegengebracht werden. Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der andere kritisiert, wenn sie nicht so sind, wie du gerne hättest, oder wenn sie nicht mehr so sind, wie du sie gerne hättest. Oder ob du vielleicht selber kritisiert wirst. Vielleicht hast du auch einen YouTube-Kanal, vielleicht stehst du irgendwie anders in der Öffentlichkeit, vielleicht aber einfach durch Freunde, Familie, Arbeitskollegen. Das Video richtet sich an beide Seiten. Alle meine Videos richten sich immer an jeden, der einfach diesen Impuls gerade für sich mitnehmen möchte.
Meine Worte sind nie die vollkommene Wahrheit und meine Worte sind nicht in Stein gemeißelt, sondern es sind einfach die Dinge, die ich für mich erkenne, für mich und die mir helfen, die ich an euch weitergebe, weil ich weiß, ein paar anderen Leuten helfen sie auch. Das müssen gar nicht viele sein. Aber vielleicht, ja, konnte ich euch da auch so einen kleinen Perspektivenwechsel zu geben oder einen anderen Blickwinkel. Und ich habe es auch schon so oft gesagt und ich mache das oder ich versuche es auch bei jedem Kommentar, den ich irgendwo schreibe. Wenn man den Kommentar geschrieben hat oder vorher vielleicht schon mal überlegen, muss ich das jetzt wirklich kommentieren? Und wenn ich dann sage, ja, muss ich, dann schreibe ich den Kommentar und dann lese ich den Kommentar nochmal in Ruhe durch, fühle rein und frage mich, muss ich diesen Kommentar jetzt wirklich abschicken? Muss ich den wirklich schreiben? Und es gibt Fälle, da vergesse ich das. Und danach bereue ich, dass ich diesen Kommentar abgeschickt habe. Und selbst wenn ich ihn lösche, kommt er oft noch als Benachrichtigung zum Lesen bei jemand anders an. Also gelöscht ist immer nicht gleich richtig gelöscht. Meistens denke ich dran. Und bei manchen Kommentaren entscheide ich mich dann, nee. Es tat gut, das vielleicht jetzt rauszuschreiben. Es tat gut, das gerade rauszulassen. Aber nein, das ist mein Ding. Mir tat es gerade gut, das rauszulassen für mich. Aber die andere Person muss ich damit nicht nerven, behelligen, belästigen oder was auch immer. Weil klar, es gibt für mich auch Dinge, die mich mal stören oder wo ich denke, hey, warum machst du das denn? Aber dann frage ich mich, naja, ist das wirklich so schlimm? Oder ist das vielleicht nur für mich gerade blöd? Warum ist das gerade für mich blöd? Also wirklich, ja, das, was ich eigentlich immer wieder betone. Sich selbst reflektieren, sein Tun, sein Handeln reflektieren. Und das Schöne im Internet ist ja eigentlich, dass wir es so gut steuern können. Wenn ich in einem Streit mit meinem Freund bin, dann bin ich viel emotionaler, dann passiert alles eher so Ruck, 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 also Reaktion, Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion und dann immer nur die Reaktion gegeneinander. Dann hat man viel weniger Zeit und man ist viel involvierter, die Emotionen kochen hoch, man hat eine direkte Antwort, eine direkte Reaktion. Wenn ich das ist viel schwerer, achtsam zu sein. Aber im Internet, wo ich ja erstmal den Entschluss fasse, okay, ich kommentiere jetzt. Dann schreibe ich den Kommentar. Oder dann gehe ich erstmal auf Kommentieren. Dann schreibe ich den Kommentar. Dann gehe ich auf Absenden. Das sind so viele Momente, in denen ich die Chance habe, achtsam zu sein. Probier es einfach mal aus. Und ich bin sicher, dein Verhalten oder deine Art zu kommentieren, wenn du das wirklich ein paar Mal ausprobiert hast, wird sich verändern. Ja, und jetzt ganz, ganz, ganz lieben Dank fürs Zusehen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare hierzu. Ihr dürft übrigens auch natürlich immer kritisch kommentieren. Ich freue mich halt einfach, wenn ihr höflich kritisch kommentiert, also einfach wirklich in Form eines Meinungsaustausches. Hey, ich finde das so und so oder hey, ich sehe das anders. Weniger in Form von, du bist scheiße, ist immer so ein bisschen, ja. Kann man dann auch weniger ernst nehmen einfach. Ja. Ich freue mich über eure Kommentare, ich freue mich über euren Austausch, bin sehr, sehr gespannt, wie ihr das Ganze seht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Dankeschön und tschüss.